Harry sagt Hallo, Harry Spezial am Strand. Am Strand gesehen, könnte man sagen. Ja, was möchte ich euch zeigen, sagen, erklären? Ein kleines Video und im spanischen Fernsehen gebracht, beziehungsweise auf den spanischen Medien vom Roten Kreuz, bezüglich hier der Unterströmung, gerade hier auf Gran Canaria. Dieses Video hänge ich euch mit bei und dann könnt ihr sehen, es ist in Spanisch, aber man kann anhand von den Bildern und von der Beschreibung das gut erkennen, dass man hier sehr aufpassen muss, gerade an dieser Stelle. Wir haben hier ständig rote Fahnen, das heißt, hier ist das Baden verboten. Wassersportler dürfen da wohl eine Ausnahme machen. Ihr seht jetzt viele aufeinanderfolgende Wellen, die treffen hier auf aus verschiedenen Richtungen. Quer von links, von rechts, von vorne, ihr seht es jetzt hier. Gerade wenn ich mich jetzt rumdrehe, könnt ihr erkennen, wie viele Wellen da hintereinander hier auftreffen. Und beim Zurückgehen gibt es eine Unterströmung, einen Sog. Und dieser Sog, der ist sehr gefährlich. Der hat sehr viel Kraft. Und man sagt in dem Video, 10-mal mehr wie ein Olympiaschwimmer sind diese Kräfte, die da wirken. Ja, und wenn man da in diese Unterströmung gerät, dann machen viele eben den Fehler, sie wollen in Panik zum Land. Und man soll dann lieber quer, das heißt nach links oder rechts schwimmen, aus dieser Unterströmung raus. Das ist hier an der Punta sehr schwierig. Das ist sehr leicht gesagt, aber sehr schwierig. Also, schaut euch das kleine Video an. Und gerade die jetzt eben dann sagen, ich gehe nur mal schnell ins Wasser. Hier an dieser Stelle, das sollte man nicht tun. Dann gibt es noch den Hinweis auf den Veranstaltungskalender. Der wird so vielleicht 14-tägig erscheinen. Eine PDF-Datei, die ihr euch runterladen könnt, gratis. Kostet nichts. Und dann habt ihr immer sozusagen die Information oder die Veranstaltung für die kommenden Tage oder Wochen. Das Ganze gibt es natürlich auch in der Gran Canaria Olé, in der Zeitung. Da habt ihr alles ausführlich für einen kompletten Monat. So, und jetzt schaut euch dieses kleine Video an. Und dann hoffe ich, dass wir uns immer wieder gesund und munter am Strand von Maspalomas sehen. Mit diesen Worten, hasta luego. Ponga atención a la siguiente escena. Es la corriente de retorno, también llamada ola de resaca, y es uno de los principales peligros para el bañista. Esta corriente te arrastra mar adentro, impidiendo que vuelvas a la orilla, y puede tener hasta 10 veces la fuerza de un nadador olímpico. Antes de meterte en el agua, pregunta al socorrista, a pescadores o surfistas que conocen las corrientes de esa playa. Desconfía de la zona de calma. Siempre es más seguro el baño entre las olas de espuma blanca. Es la que utilizan los surfistas. Solo si eres buen nadador, intenta nadar en paralelo a la orilla. Si estás en apuros y no puedes salir, no luches contra la corriente. Ahorra energía y mantén la calma. Agita los brazos para que te vean. Es un consejo del Cabildo de Gran Canaria. Las aguas de Canarias. Seguridad a toda costa.